My body? Halt die Fresse. Achievement unlocked. Trophy earned. Loot box awarded. Whatever gets your dorkamine going. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crank. Hier gibt es die ganze Wahrheit über Filme. Und ich, alte Fresse, ich habe heute jemanden mitgebracht. Vielleicht kennt ihr den, der ist ein Filmstar. Ich habe aber nur seinen Kopf bekommen, und zwar von Hasbro. Hasbro hat nämlich... Vielleicht ahnt ihr es. Da. Hey, you got any dating tips for a guy with no body? Deadpool. Als interaktiven Kopf rausgebracht. Und wie ihr schon merkt, der Kollege reagiert auf Geräusche und quatscht und quatscht und quatscht. You and me are soulmates. Do you feel it? I feel it. Ja. Immer wenn ihr glaubt, es gibt schon jeden Scheiß, kommt sowas halt eben. Ja gut, also es ist Deadpools Kopf, der ist interaktiv und er lässt sich in der Lautstärke leider nicht reduzieren. Er wird halt eben mit 600 Sprüchen beworben, Geräusche aus dem Film und vieles andere auch. Und es ist nicht ganz einfach. Willst du mal die Fresse halten? Putting on my therapist hat for a second. Where okay. Do you see yourself in, say, 115 years? Okay, zurück zum Thema. Es ist, Deadpool hat 600 Sprüche, Sounds etc. auf Lager. Leider, logischerweise natürlich nur in Englisch. Deutsch wäre natürlich schöner gewesen, aber macht keinen Sinn. Jedenfalls, ihr könnt euch nach Herzenslust von ihm beleidigen lassen, mit Sprüchen versorgen lassen. Er reagiert einfach auf Geräusche, Klatschen, Klopfen und ähnliche Sachen halt eben und bewegt seinen ganzen Kopf, seine Augenbrauen, seine Augen etc. Ist ein richtig großer Spaß und es ist vor allem vergnüglich, wenn er dann einfach mal die Fresse hält und macht eine Menge Spaß. Einfach gut. Okay, hat eine Menge Sensoren und Motoren an Bord, die ihn halt eben sich so beweglich darstellen lassen. Und er reagiert, wie gesagt, auf Sound und Klopfgeräusche etc. So, es gibt da... Okay, ich bin mal ein bisschen leiser. Es gibt noch eine App, die könnt ihr runterladen. Und da gibt es dann zum Beispiel so Sachen wie eine Weckfunktion. Ihr müsst ihn nur per Bluetooth verbinden. Und dann könnt ihr halt eben über die App ihn steuern und sagen, weck mich mit einem dreckigen Spruch morgen um 6.30 Uhr. Etc. Tolle Sache. So, ganz kurz was dazu, um zum Ende zu kommen. Das kostet 125 Euro, liebe Leute von Hasbro, liebe Leute von Marvel. Das ist ein stolzer Preis. 125 Euro, ganz ehrlich, das ist die Sache nicht so ganz wert. Ich würde mal eher sagen 80, 90 Euro. So ist er jetzt auch im Moment bei Amazon zu haben. Das ist doch ein fairer Preis dafür. Und man hat auf jeden Fall eine Menge Spaß mit dem Teil. Das war Crank für diese Woche mit Deadpools interaktiver Hackfresse. Lasst es euch gut gehen. Kauft das Ding. Ich finde es irgendwie ganz cool. Du sollst dich Schnauze halten. Lasst euch gut gehen, bis nächste Woche. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Und wenn es euch noch besser gefallen hat, schreibt einfach einen Kommentar dazu. Lasst euch gut gehen, bis nächste Woche, euer Crank. Tschüss. Boring. I think the person who kills the most henchmen wins. Sorry.